So, guten Morgen Leute, hier ist euer Palo, Bushcraft Monkey, wieder mal am Start. Wir sind mit ein paar Leuten jetzt heute verabredet. Wir gehen ein bisschen in die Wildnis, also in Anführungsstrichen, und wir haben einfach anderthalb Tage jetzt ein bisschen Spaß, Outdoor, ein bisschen wandern, laufen, gucken, was so passiert. Ja, da nehme ich euch heute wieder mit und viel Spaß damit. So, ich fange hier mal an zu filmen. Das erste Mal mit den Leuten da hinten unterwegs. Ich guck mal. Die verstecken sich alle. Da sind sie. Einen wunderschönen guten Abend. Ich bin der Palo. Hallo Andi. Dirk, hallo. Marco. Hi. Hi André. Hallöchen. Hi. Palo. Nico. Ja, wird bestimmt lustig. Nee, wird's nicht. Nee, er sagt nein. Er sagt nein, ganz klar nein. Okay. Pure Wildnis. Ohne alles. Ja, lecker, lecker, ne? Guck dir die Dinger an. Oh mein Gott. Ach, wir wollten uns auch ein. Pass auf, ich höre abends solche Geräusche und lacht mir aus. Ja, der sieht auch Menschen. Jetzt pass auf, jetzt bin ich mit meiner Tochter, mit meiner Frau im Fort Fun. Da haben die so einen Streichelzoo, da steht vorne bei so einem Federvieh Google-Google-Vogel. Ja? Ich fotografiere das, schick ihm da, diese André, diese Vögel gibt's. Ja, ja, ist schon gut. Der glaubt mir immer noch nicht. Was ich habe, oder was? Ich eine Pute. Dem haben wir was zu verdanken. Ja, wieso? Sind wir hier? Wie gesagt, ich weiß, wo es lang geht. Wird schön, wo wir lang gehen, hat er gesagt. Irgendwann kommt nur noch der Stock nach Hause.
So, Klamotten stehen, so ein bisschen, endlich. Ich zeige euch mal so ein bisschen, wie wir schlafen. Also da vorne, sagen wir mal, da vorne ist der André, also der André. Der da. Ja, der genau, da unten schläft der Marco auf dem Boden drauf. Respekt, so weit bin ich noch nicht in meinem Leben. Der andere, André, der ist der hier. Hallo. Genau, der spannt noch ab, aber ist auch geil. Ja, er macht jetzt Schulter fallen. So, genau, damit wir heute Nacht schön auf die Fresse fallen, wenn er pipi muss. Hier schläft der Dirk. Signalfarbe 1. Und er ist schon wieder am Löcherbuddeln. Du musst abends kommen, wenn die Beleuchtungskette an ist. Dann so. Ist das romantisch. Romantik. So, der Palo, der Trottel, ist wieder ein Zeltgänger. Ich habe aber momentan nichts anderes, deswegen habe ich das jetzt alles mitgenommen. Das steht da unten so dumm abgespannt. Lassen wir so. Genau. Ist aber geil. Ich habe eine schöne dicke Schlafmatte drin und einen guten Schlafsack. Die Materialsachen tue ich unten in die Videobeschreibung rein. So, wir buddeln hier unser Löchlein. Da. Was wächst denn so? Da machen wir heute Abend lecker Essen. Was verjagen. Was du findest, kannst du sonst gehen wir hungrig im Bett. Ich habe einen Kühlschrank mitgenommen. Mit Solarpanel, aber die Sonne ist nicht da. Ist auch scheiße. Aber das ist gut, dass der André das dokumentiert. Kannst du einmal so in den Kreis filmen? Dass hier eigentlich jeder andere. Das ach, guck mal hier. Achso, ich soll einmal im Kreis filmen. So, warte mal. Ja, haben wir. Gesagt, ja. Das ist hier aber jetzt. Heißt das nicht erst reisig? Erst noch reisig. Wo reist er hin? Ja, heißt das. Ist egal. Ich hab mich ganz schmutzig jetzt gemacht. Boah. So. Lucken Sie hier. Dreckig gemacht hast du dich auch. Ja, der andere, der holt immer ganze Bäume ran, das ist gut. So, meine Freunde, es qualmt, ne, auf unserem abgesperrten Testgelände. Das Feuer ist an und so langsam fängt es an zu brennen. Ich zeig. Wenn wir das dann so am Kacken halten können. Ja, guck mal. Der Dirk nicht geschafft hat, der andere hat zum Brennen gekriegt. Ich sag gar nichts. So, da kommt jetzt noch etwas Regen, die Sonne wieder durch. Wunderschön. Wir sind alle zufrieden. Alles ist noch trocken. Hier, der André schläft schon ein bisschen. Also schläft vor. Der André. Der André. Das muss man betonen hier. Das muss man sagen. Wer betont denn eigentlich hier? Ich habe keinen Holzklopper gesehen. Ich auch nicht. So, meine Lieben, wir gehen jetzt alle schlafen. Wir haben jetzt, ich glaube, roundabout 22 Uhr. War sehr hell. Sehr lange hell, meine ich. Und ja, ich bin auch jetzt relativ müde. Und das heißt, jetzt geht's in die Koje. Hier mein leckeres Zelt. Der übergroße Biwak. Und ja, sehen wir uns morgen früh, ganz klar. Die Lampe ist mir ein bisschen zu hell. Naja, gucken, wie die Nacht so wird. Der Boden ist sehr weich. Die Matratze, die ist auch nochmal sehr geil. Ich wünsche euch eine schöne Nacht. Bis morgen in aller Frühe. Ciao. Guten Morgen. Der Palo ist wach. Das Zelt hat gehalten. Und ja, bin relativ fit, hab gut geschlafen. Jetzt gleich gibt's erstmal ein Käffchen zum Wachwerden und dann sehen wir uns nachher nochmal eine Runde. So, meine lieben Freunde, wir haben gefrühstückt, wir sind alle wieder happy und frisch. Und hier ist alles Rückbau, da habe ich gelegen, ist alles wieder cool. Feuerloch ist auch wieder zu, kaum wieder zu erkennen. Ja, der andere packt nachher jetzt seinen letzten Kram zusammen und dann können wir auch gleich
in 2 Stunden starten. So, genau. Gut, das war unsere Kurztrip-Tour, 1,5 Tage. Ich hoffe, euch hat das gefallen. Ja, bis zum nächsten Mal. Bis dann. Tschüss.